Hajime Mashite und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von Shogun 2 Total War. Mein Name ist Günther Shadow, Sorigashiwa Günther Shadow Desoro, und ich werde dieses Spiel jetzt zum ersten Mal in einer, ja, ich sag mal, etwas längeren Kampagne spielen. Ich habe es bisher ein paar Mal angezockt, bin aber noch kein richtiger Experte darin, kann man definitiv nicht sagen. Ich bin also von daher auf eure Tipps und eure Hinweise angewiesen, von daher die große Bitte: Übt Kritik an meiner Spielweise, gebt mir Tipps, schreibt mir was in die Comments rein, ich freue mich drüber. Und die Frage ist jetzt natürlich, was spielen wir? Ihr habt abgestimmt und habt euch mit einer großen Mehrheit, über 60%, wie ihr hier auf dem Tortendiagramm sehen könnt, für den Clan der Shimazu entschieden. Heutige Präfektur Kagoshima oder auch auf der Insel Kyushu beheimatet. Ich werde dazu noch ein bisschen was sagen. Für alle, die meine Let's Plays noch nicht gesehen haben und nicht so genau wissen, was ich für Let's Plays mache: Ich mache immer historisch angehauchte Let's Plays, sage ich mal. Das heißt, ich versuche, historische Hintergrundinformationen über das Spiel, über die Fraktionen und vor allen Dingen auch über die damalige Zeit so allgemein einzustreuen. Das ist jetzt bei Shogun 2 vielleicht etwas schwieriger als bei Medieval Total War und als bei Rome Total War, meine bisherigen Let's Play-Projekte, weil man einfach nicht so viel an japanischer Geschichte und vielleicht auch nicht so viel an Sprachverständnis unbedingt voraussetzen kann. Ich werde es aber immer versuchen, möglichst einfach zu halten und so gut wie möglich zu erklären. Ich bin ein großer Fan der japanischen Geschichte, habe mich immer auch sehr für Japan allgemein interessiert, habe auch mal ein bisschen Japanisch gelernt und ich hoffe auch, dass ich die Namen im Gegensatz hier zu den Synchronsprechern richtig betonen und aussprechen kann. Eine andere Sache, die ihr aus meinen Let's Play-Projekten kennt, sind meine, Kommentare zur allgemeinen Spielmechanik. Ich habe das Spiel also vorher ein bisschen angezockt und mich mal so ein bisschen damit vertraut gemacht. Ich habe ja auch schon mehrere Let's Plays zu der Total War-Serie gemacht. Und wir werden an der Stelle einfach mal so tun, als würden wir das jetzt, ja, als wärt ihr jetzt quasi die Neulinge und ich würde euch jetzt so ein bisschen was zu diesem Spiel erzählen. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich schon, vor allen Dingen alle Leute von euch, die das schon mal 1, 2, 3, 4, 5 Mal gespielt haben. Ich möchte aber trotzdem nicht auf diese Erklärung verzichten, denn so eine Art, meine Let's Plays sind ja auch immer so eine Art Strategieguide. Ich versuche immer zu erklären, warum ich was mache, und da hängen einfach so ein paar Erklärungen zu der Spielmechanik mit zusammen. Okay, habe ich noch was vergessen? Vielleicht noch eine Besonderheit bei diesem Let's Play ist, ich werde es jetzt nochmal in Full HD aufnehmen. Das heißt, 1920x1080 oder so, glaube ich. Also genießt es, wenn ihr eine hohe Bandbreite oder eine fette Leitung habt, und schaut es euch in Full HD an. Und ich würde sagen, wir gucken dann mal ganz kurz in unseren, in unsere Clan-Beschreibung rein, bevor wir hier durchstarten. Wir starten im Jahr 1545. Das ist die Zeit des japanischen Bürgerkrieges und ich werde gleich erklären, was es damit auf sich hat. Wir spielen also mit den Shimazu, wir sind die Meister der Integrität. Das hat wohl auch so ein bisschen historische Wurzeln. Also die Generäle der Shimazu waren wohl recht zuverlässig, was damit zu tun hat, dass Kyushu eine strategisch unglaublich wichtige Insel war. Das ist ja die Heimatinsel, die ihr hier links sehen könnt, der Shimazu. Die war strategisch und wirtschaftlich sehr wichtig und es war also daher unverzichtbar, dass sich also die Shogune oder die Herrscher Japans auf diese Clan dort unten verlassen konnten. Werde da auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Also erstmal, was haben wir noch? Wir haben gute Loyalität und wir können überlegene Katana-Samurai anwerben. Das ist doch eine feine Sache. Schnitzelwerk vom Feinsten, denke ich. Gucken wir mal, was unsere Clan-Beschreibung noch hat. Also, ich lese es mal kurz vor. Die Shimazu sind ein stolzer Clan, der auf eine lange Geschichte zurückblickt. Das stimmt, sie haben nämlich ihr Königreich oder ihr kleines Teilreich für ungefähr 700 Jahre lang selbst regiert. Also 700 Jahre lang, das ist schon beachtlich für Japan. Die Vorfahren der Shimazu waren die Minamoto, die Gründer des Kamakura-Shogunats. Das heißt also, die Shimazu leiten ihre Herkunft direkt vom allerersten Shogun von Yoritomo Minamoto, heißt er, glaube ich, ab. Zu ihren Stärken gehören, wie auch bei anderen altehrwürdigen Clans, ihre Samurai sowie das Festhalten am Bushido.
Ganz wichtig, wird nicht Bushido ausgesprochen. Wenn ein Deutschrapper seinen Namen tatsächlich Bushido aussprechen sollte, macht er das falsch. Im Japanischen sind alle Silben gleich lang. Also Bushido, Weg des Kriegers, so eine Art Ehrenkodex. Pflichttreue ist für die Shimazu alles und ihre Generäle neigen weniger dazu, eigenen Ambitionen nachzustreben. Ist hier in dem Fall ganz wichtig, denn wenn die Generäle mehr Erfahrung haben, mehr Kommandosterne bekommen, dann werden die auch gerne mal abtrünnig. Sollte bei uns also nicht passieren. Katana-Samurai der Shimazu lassen sich günstiger rekrutieren und unterhalten als die der anderen Clans und sind darüber hinaus anderen Katana-Samurai überlegen. Das ist doch mal eine feine Sache, dann können wir hier schön richtig, sollen wir gucken, dass wir die bald mal kriegen, damit wir die Gegner damit richtig auseinandernehmen können. Das ist also unsere Spezialeinheit. Loyalität, Bushido und mutige Samurai sind eine große Bereicherung für einen Kriegsherren, der zum Shogun aufsteigen will. Und das wollen wir, und dann würde ich sagen, schießen wir mal direkt den Gummi ab, ja, fahren ab mit dem Spiel Clan Shimazu Hajime Masho. Dies ist Sengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren herrschen die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. Sie besaßen Herrlichkeit und Macht. Die übermächtigen Clans sind ungehorsam geworden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Doch wer wird siegreich sein? Die Länder der Shimazu haben unser Volk immer reichlich versorgt. Unsere Feinde sind zahlreich und missgünstig. Sie bedrohen unsere Grenzen und halten Ausschau nach jeder noch so kleinen Schwäche. Wir sind verwandt mit Yoritomo, dem ersten Shogun. Pflichttreue liegt uns Shimazu im Blut. Wir blicken auf eine lange Tradition zurück. Im Kampf werden unsere Schwertkämpfer von ganz Japan beneidet. Keine Klinge ist schneller oder gefürchteter als die unsere. Bishamon, der Kriegsgott, ist erwacht. Nun ist es an der Zeit, unsere Feinde zu besiegen. Alle werden sich vor dem Shimazu-Clan verneigen. Wir werden nicht länger warten. Das Schicksal ruft. Wir sind die Shimazu. Dies sind schwierige Zeiten für unseren Clan. Wir haben uns nicht nur als Herren der Provinz Azuma bewiesen. Das Schicksal ließ uns zudem Handelsschiffen aus dem fernen Westen begegnen. Die Namban erlitten an der Küste von Tanegashima Schiffbruch. Und mit ihnen kam die Aussicht auf einen lukrativen Handel. Außerdem brachten sie Teppo mit sich. Einfach zu bedienende Feuerwaffen mit tödlicher Wirkung. Ein Handelsabkommen mit den Namban zu schließen hat höchste Priorität. Denn ihre Waffen könnten der Schlüssel zu unserer militärischen Überlegenheit in Kyushu sein. Okay, also, ich klicke das jetzt mal weg. Wir starten mit unserer ersten Mission. Wir sollen die Provinz Osumi im Osten einnehmen. Die ist schwach garnisoniert und wenn wir Osumi eingenommen haben, dann bekommen wir einen Bonus. Das ist so, wenn man hier bei Shogun eine Mission erfüllt, dann bekommt man so einen Bonus, der ein paar Runden anhält. Hier würden wir plus 1 Rekrutierungsplätze in allen Provinzen kriegen für 4 Runden. Das ist doch mal eine feine Sache. Es gibt auch noch andere Missionen, zum Beispiel Gebäude zu errichten. Ach, Moment mal, die Tante da, die klicke ich mal weg. Die brauchen wir nicht. So. Also, es gibt auch andere Missionen, zum Beispiel sowas wie Hafen ausbauen oder
Technologien erforschen. Das ist zum Beispiel auch was Neues bei Shogun. Es gibt jetzt so ein Tech Tree und wir fangen mal an hier mit Kunst des Chi. Hier, das sind so Sachen, die mehr auf Gebäude und Provinzausbau gehen. Und die Sachen hier gehen mehr so auf Kämpfe, Krieger, weiß ich nicht, Schiffe und so weiter. Einheiten. Also zwei unterschiedliche Technologiebäume. Das ist neu, das hat es vorher noch nicht gegeben. Ich persönlich muss auch sagen, ich bin nicht so der Freund von dem Konzept von den Technologiebäumen in den Total War Reihen. Also bisher hat mir das eigentlich immer ganz gut gefallen, dass man die Sachen nur so sukzessive in der Stadt, das ist hier unsere Burg in Satsuma, dass man die hier ausbauen konnte und nicht immer noch irgendwelche Sachen erforschen musste, weil hierdurch wird das doch zeitlich ein bisschen behindert, was man hier bauen kann. Okay, was machen wir jetzt konkret als erstes? Ich mache ganz kurz ein kleines, klitzekleines bisschen Geografie und so weiter zu unserer strategischen Lage und noch ein ganz kleines bisschen Hintergrundinformation. Das muss einfach sein, denn persönlich muss ich sagen, ich finde also, dass das Intro bei Shogun respektive zum Clan der Shimazu eben nicht wirklich gut. Es erklärt eigentlich wenig. Es sagt nicht viel mehr aus als wir wollen Shogun werden, ja. Und das finde ich ist ein bisschen schwach. Ich denke, es ist ein gutes Spiel. Jeder Total War Teil hat seine Stärken und seine Schwächen und hier ist es halt meiner Meinung nach so, dass das Intro nicht so wirklich gelungen ist. Eine andere Sache war halt eben, dass wirklich jeder japanische Name, der drin vorkommt, konsequent falsch ausgesprochen wird und es wird noch nicht mal wie auf Deutsch ausgesprochen. Das ist noch komischer irgendwie. Naja, ich will jetzt auch nicht hier unnötig noch den Kommentator weiter bashen. Also, wir spielen eben den Clan der Shimazu, der seine Herkunft von Yoritomo Minamoto ableitet. Bevor ich noch was zu dem sage, werde ich nachher noch machen, gucken wir uns jetzt erstmal so ein bisschen unsere Geografie an. Wir haben hier so ein paar Inseln, diese Dinger hier, diese Icons, das sind Handelsposten. Da kann man mit Handelsschiffen hinfahren und kann Handel treiben. Dadurch bekommt man Geld. Man muss diese Schiffe natürlich schützen. Wie heißen diese Handelsposten hier? Die heißen hier in dem Falle Nanban-Handelsposten. Was heißt Nanban? Nanban heißt so viel wie Südbarbar. Und wer ist wohl damit gemeint? Damit sind gemeint, in dem Falle natürlich die Europäer. Denn Japan hatte bis zum 15. Jahrhundert überhaupt keinen Kontakt zu Europäern. Ja? Das ist quasi Japan war überhaupt nicht von den Europäern irgendwie entdeckt oder erschlossen worden. Ja? Das hat also relativ lange gedauert, bis die ersten Europäer nach Japan kamen. Und Japan, also die japanische Zentralverwaltung, ob das jetzt der Shogun oder der Tenno war, Tenno, ne, das ist der Kaiser, also Tenno heißt so viel wie Kaiser. Ich werde häufiger von Tenno sprechen, ihr wisst dann, dass der Kaiser damit gemeint ist. Die fanden das nicht so doll, dass die Europäer dahin kamen und vor allen Dingen, dass die Europäer Japan missionieren wollten. Die Europäer haben ja ihre Missionare dabei gehabt und das war auch immer ein Grund, warum es immer wieder zu Handelsproblemen kam. Bevor ich auf dieses Problem nochmal eingehe, das ist auch, ja, ich komme schon ins Schwafeln, es ist ganz schlimm, also ich versuche mich zurückzuhalten. Hier sind Handelsposten, da sollten wir hin. Wir können mit den Südbarbaren Handel treiben. Und nun zur Geografie. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Also Kyushu hier, die drittgrößte Insel Japans und auch die am zweitdichtesten besiedelte Insel Japans. Es gibt noch drei andere Inseln, wobei eine hier keine Rolle spielt. Erstmal haben wir noch die Insel Shikoku, das ist die uns am nächsten gelegen ist. Und die Insel Honshu, das ist also quasi so das ist die größte Insel Japans. Es gibt noch Hokkaido im Norden. Aber ich glaube, mit Hokkaido haben wir überhaupt nichts zu schaffen. Das ist ja nur irgendwie so angedeutet. Okay, warum ist Kyushu wichtig? Kyushu ist immer wichtig gewesen wegen Handel und wegen Verteidigung. Warum? Es ist relativ nah dran an China, es ist relativ nah dran an Korea
Und die japanischen Generäle haben immer mal wieder befürchtet, dass eine Invasion der Chinesen aus Korea starten könnte und haben deshalb schon sehr, sehr früh, also schon um 1000 vor Christus angefangen, Kyushu zu befestigen. Insofern haben wir natürlich auch hier eine wichtige und strategisch günstige Ausgangsposition. Sobald wir die Insel Kyushu kontrollieren, werden wir insgesamt gute Karten haben. Und das ist natürlich auch was, was wir gleich machen werden. So. Jetzt möchte ich noch zwei Dinge sagen. Das eine ist noch was zum Clan der Minamoto. Und das andere ist noch ein bisschen was zur Geschichte der Insel Kyushu. Und ich werde jetzt mal ganz kurz noch hier reingucken. Okay. Der letzte Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte, ist der Begriff des Sengoku-Jidai, den ihr eben im Intro gehört habt. Und ich finde das echt schade, dass das hier nicht so ein kleines bisschen ausführlicher erklärt wird, denn was ist damit überhaupt gemeint? Ja, die Leute haben immer irgendwie Krieg miteinander geführt. Aber Sengoku-Jidai ist in der japanischen Geschichte was Besonderes. Es hat sich nämlich was getan, es hat sich was verändert. Dazu greifen wir ganz kurz zurück. Erste Erzählungen über Japan. Wir wissen über die Frühgeschichte von Japan unglaublich wenig. Was wir aber wissen, ist, dass schon die chinesischen Autoren, die überhaupt die ersten Zeugnisse produziert haben über Japan, nicht die Japaner selbst, die haben erst im 8. Jahrhundert angefangen, Sachen zu schreiben. Denn die Chinesen haben schon im 2. Jahrhundert nach Christus oder im 3. Jahrhundert nach Christus von einem Königreich gesprochen, das in etwa 100 Teilstaaten zerfallen war. Und diese 100 Teilstaaten haben untereinander Krieg geführt. Das ist also schon was sehr lange bekannt ist. Und Japan war damals ein Königreich, oder sagen wir mal, es war kein einheitliches Territorium. Es waren viele kleine streitende Fürstentümer untereinander. Und diese potenten Adelsgeschlechter, die fangen an, Krieg zu führen. Und warum fangen die an? Und das hat wieder was mit unserem Clan zu tun, oder beziehungsweise mit den Vorfahren unseres Clans, mit den Minamoto nämlich. Die Minamoto haben sehr, sehr viel Energie da hinein investiert, in den äußeren Provinzen des Reiches Leute zu installieren, die treu zu Kyoto, also zu dem ein treues Verhältnis zu ihrer Hauptstadt hatten. Man brauchte an den äußeren Rändern der Provinz verlässliche Gouverneure. Das heißt, man hat also immer Leute dort intronisiert, oder sagen wir mal, man hat immer dort Leute investiert, die ja zumindest den Minamoto positiv zugeneigt waren oder zumindest der herrschenden Dynastie positiv zugeneigt waren. Das ist ein Kennzeichen der Minamoto-Regierung in der frühen Zeit. Und was passiert jetzt im Sengoku-Jidai? Dieses Treueverhältnis zerbricht, das löst sich auf. Das führt überhaupt erstmal dazu, dass sich solche Warlords bilden, die versuchen, ihr eigenes Ding in den Provinzen zu machen, so wie wir jetzt. Der Begriff Daimyo, das heißt so viel wie großer Name, ja, diese Provinzgouverneure, der wird in dieser Zeit überhaupt erst mit dieser Bedeutung geschaffen. Ja, den Begriff gab es wahrscheinlich vorher schon, klar, großer Name, ja, den Begriff wird es vorher auch gegeben haben. Dai heißt groß, Myo in dem Fall Name, aber dass das erstmal mit einem neuen politischen Gehalt gefüllt wird, das ist was Neues. Und jetzt kommt noch was anderes hinzu. Diese Leute ringen um die Vorherrschaft in Japan. Und es ist nicht mehr möglich, diese ganzen Kriege mit den althergebrachten Mitteln Ritter gegen Ritter zu führen, wie das früher einmal der Fall war. Es führt in Japan nämlich dazu, dass es zu Kämpfen kommt, die von großen Heeren gegeneinander ausgetragen werden. Das heißt, in diese Kriege werden auf einmal auch Schichten mit hineingerissen, die vorher überhaupt gar nichts mit dieser Kriegsführung zu tun hatten. Zum Beispiel eben die einfachen Bauern. Und das meint Bürgerkrieg hier in dem Falle. Das meint Bürgerkrieg, dass also Leute hier auf einmal jetzt gegeneinander kämpfen, die vorher nie gegeneinander Krieg geführt haben. Dass auf einmal breite Volksmassen gegeneinander Krieg führen. Das ist die Zeit großer Heere und auch hier wieder ein Beispiel aus Kyushu, unserer Heimatprovinz. Als damals, also das ist jetzt ein bisschen später, Toyotomo Hideyoshi, ja,
der einer der wichtigsten, wie könnte man sagen, Machthaber war, die versucht haben, die Einigung Japans voranzutreiben. Der hat damals Kyushu angegriffen mit einem Heer von 230.000 Mann. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Eine Riesenarmee, ja. Und das meint unter anderem eben Sengoku Jidai, wenn hier von die Rede ist. Gut, also machen wir weiter mit unserer ganz normalen imperialen Strategie. Was man vielleicht noch erklären kann, ist, man kann Provinzen von der Besteuerung ausschließen, um die Zufriedenheit dort zu erhöhen. Wir gucken mal ganz kurz in die Finanzen. Wir sehen momentan, wir kriegen minus 4 auf Zufriedenheit und wir haben ein etwas reduziertes Städtewachstum. Man kann die Steuern reduzieren, dann bekommen wir natürlich weniger Geld, ist klar. Aber die Städte wachsen schneller. Ja, das lohnt sich in der Regel auch öfter mal. Wir lassen es mal auf normal. Ist momentan gut, wenn wir es auf hoch machen würden, dann seht ihr auch, die Farbe verändert sich. Das wird dann rot. Das wollen wir natürlich nicht. Wir bleiben hier da auf dieser Stufe stehen. Wir handeln momentan mit Sagara. Und wir importieren Schlachtrösser und exportieren Zölle. Was auch immer damit jetzt genau gemeint ist. Okay, hier ist unsere Übersicht. Die schenken wir uns jetzt mal an der Stelle noch. Die ist noch nicht ganz so wichtig. Wir haben momentan 2000 Koku. Also Koku heißt jetzt hier, glaube ich, in dem Fall müsste unsere Währung sein, wenn ich mich nicht irre. Und ja, die Frage ist, was bauen wir jetzt? Also ich baue am Anfang am liebsten Wirtschaftsgebäude. Ach, mir fällt nur ein, wir haben ja hier noch Shimazu Takahisa, einen unserer Generäle. Den nehmen wir natürlich noch mit. So. Ganz genau. Und du wirst mir jetzt gleich mal hier Osumi angreifen. Das ist nämlich die erste Provinz der Ito, unsere Feinde. Mit denen sind wir schon im Krieg. Das sehen wir übrigens hier. Die sind uns feindlich gesonnen. Mit den Sagara betreiben wir schon Handel. Das heißt, wir brauchen jetzt keine weiteren Handelsrechte. Was wir machen könnten später, wäre noch mit denen das Handelsabkommen ein bisschen zu vertiefen. Ich möchte aber jetzt mal noch davon absehen. Wir sind jetzt nicht mehr ganz so zufrieden in unserer Provinz. Es ist aber noch in Ordnung. Wir können jetzt mal direkt hier ein Küstendorf, also das Küstendorf zum Hafen ausbauen. Was ich ganz gut finde, denn dann können wir bald den Handelshafen bauen und wir wollen ja ganz gerne hierhin. Und ich glaube, Ryukyu heißen diese Inseln hier unten und dann von hier aus Handel treiben. Das ist übrigens auch was die Shimazu immer früher gemacht haben. Sie haben immer versucht, ihre Fühler nach Ryukyu auszustrecken. Das mochte der Tenno und der Shogun vor allen Dingen überhaupt nicht. Hier ist es nicht so wild. Können natürlich auch noch die Reisfelder ausbauen. Dann kriegen wir noch mehr Nahrung, wir kriegen noch mehr Kohle. Also es sind zwei interessante Gebäude, die wir hier haben. Ich würde sagen, wir bauen den Hafen. Der dauert auch nur zwei Runden. Wir können auch nur direkt hier die Bewässerung bauen. Aber bevor wir das machen, laufen wir mal hier rüber und dann seht ihr hier, da ist die Burg Osumi oder Schlossstadt Kanoya. In dem Falle Osumi ist also die Provinz, ja. Was sind wir denn? Ja, Kagoshima, genau wie heute eigentlich. Ja, das ist die Schlossstadt, okay. Wir können jetzt angreifen, wir laufen mal noch ein bisschen vor. Da sehen wir, hier ist noch eine andere Armee, aber das müssten wir eigentlich packen. Das sind 5 gegen 5. Speichern mal ganz kurz ab. Schnell speichern. So. Und die Frage ist jetzt natürlich, sollen wir hier belagern oder direkt angreifen? Man hat also bei Shogun die Möglichkeit, so eine Burg direkt zu stürmen mittels Leitern. Es ist nicht mehr so wie bei Rome, dass man irgendwie erstmal Belagerungstürme oder sowas bauen muss. Nein, man kann also direkt hier so eine Burg auch stürmen. Wir haben eine ganz gute Truppe dabei. Wir müssen mal noch gucken, ob wir das schaffen. Er hat ja hier Verstärkungstruppen in der Nähe. Das ist nicht so viel. Aber da könnten wir eigentlich gegen vorgehen. Vielleicht holen wir uns hier noch mal so eine Tour Katana-Samurai. Das ist natürlich, wenn wir die haben, dann haben wir natürlich eine geniale Einheit. Haben allerdings doppelt so viele Unterhaltskosten wie so normale Yari-Ashigaru. Also greifen wir mal an. Und in der Regel macht man sowas automatisch, weil die Verluste dann wesentlich geringer sind. Ich will euch aber, Leute, ich will euch was zeigen. Ich kommt hier. Ich nein, Nick ist Drop-in-Spieler, du Depp.
echt wirklich, das ist immer automatisch bei mir auf Drop-In-Spieler eingestellt. Ich will mit Drop-Ins nichts zu tun haben. So. Für alle, die nicht wissen, was das ist, bei Shogun gibt es die Möglichkeit, dass Leute aus der Community, also zum Beispiel von Steam aus, hier müssten wir ganz gut rankommen, dass Leute also bei Steam die Kontrolle über die feindlichen Einheiten übernehmen können. Das will ich hier in dem Falle nicht. Ich spiele hier gegen die AI. Ja, und das Wetter ist eigentlich für uns ganz gut. Regen ist nicht schlecht, denn er hat ja Bogenschützen, die er einsetzen will gegen uns. Und wir nicht. Und wir hören uns mal noch die Rede unseres Generals, unseres Seitenanführers an. Die müsste jetzt gleich kommen. Katana wa nuita. Teki gata ni hitori demo ikinokori ga iru kagiri. Kono katana saya ni wa osamen. Subete wa oie no tame ja. Waga teki wa yatsura no ryoushi to ichimon ni chusei o chikau yukan na samurai domo da. Ano mono domo o horobosu to naruto kokoro ga itamu ga. Kore mo unmei no naseru waza. Shikata nakarou. Waga keiryaku wa kantan meiryo. Kono ishigaki o tataki kuzusu no ja. それができれば乗り越えるまで乗り越えられねば敵の屍を積んで登るまでよこれだけは約束する戦が終わったら忙しくなる跳ねた敵の首を集めて数えんとならんからな schöne Ansprache. Der Untertitel scheint mir eine sehr freie Übersetzung zu sein. Okay, gut, aber jetzt genug mit der Klugscheißerei. Wir stellen uns hier drüben auf. Das haben wir eben schon ein bisschen gesehen hier. Das ist die kürzeste Distanz, ja, die wir brauchen, um zu der Mauer zu kommen. Und ich will da möglichst schnell hin, damit ich hier das Tor stürmen kann. Und wir sehen also hier, überall ist die Distanz länger, die wir zurücklegen müssen. Also hier ist sie besonders lang und hier, naja, seht ihr ja selbst, ist auch wahnsinnig lang. Also hier ist es am kürzesten. Das sehen wir auch hier oben auf der Karte. Also ich glaube hier, um ganz genau zu sein, muss man gerade die Karte ein bisschen drehen. Ja, das sieht nur so aus, ne? Ist überall gleich lang? Ich weiß nicht, ne? Ich glaube, hier ist am... Also hier müsste am kürzesten sein. Na? So, wir nehmen mal hier unsere Generäle. Hoppala, warum geht denn das nicht? So. Nehmen wir mal hier unsere Speerträger. Speerträger! Das ist übrigens ganz witzig, die Einheiten reden selbst auch Japanisch, was mir gut gefällt. Was viele Leute aber irgendwie doof fanden, weil die angeblich Nonsens-Japanisch reden. Also ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Ich schau mal, vielleicht kriege ich die Yari Ashigaru dazu, dass die was sagen. So, da habt ihr es jetzt wahrscheinlich gerade gehört, die sagen Yari Meijin. Ja, also Yari... Die Lanze, Meijin, in dem Falle die Bauernsoldaten, erinnert aber, im Japanischen gibt es unglaublich viele Homophone, das heißt Wörter, die gleich klingen, aber unterschiedliche Bedeutung haben, erinnert ganz stark an das Wort für Prostituierte. Und insofern ist das jetzt nicht die Pimmeltruppe, sondern das sind unsere Soldaten. Okay, starten wir das Gefecht. Machen wir das mal ein kleines bisschen schneller. Oh, 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 halt, stopp. Ich sehe da was Rotes. Das gefällt mir nicht. Da haben wir was. Leichte Kavallerie. Ja, die Ashigaru. Bogen Ashigaru. Okay. Stopp. Ja, da können wir jetzt natürlich nicht... gegen kämpfen, ne? Ist klar. Müssen wir gerade nochmal hier unsere Leute andersrum aufstellen. Weil dann haben wir ja die Möglichkeit, hier die Jungs abzufangen. Wir haben auch übrigens hier so eine Speerwall-Formation. So, was ist denn hier mit dem kaputt?
Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Was redest du für einen Quatsch? So, jetzt müssen wir hier die Jungs mal gerade aufmöppen. Wir können auch unsere Einheiten anfeuern. Unser General hat das hier als Sonderfertigkeit. Machen wir auch direkt mal. So, und ihr kümmert euch jetzt hier um die Burschen. Und ihr hört auf zu schießen. Flott, bitte. Komm. Achso, die sind nur in der Speermauer drin, ne? Wir müssen natürlich hier versuchen, so viele Einheiten wie möglich zu vernichten und aufzureiben. Oh Mann, Leute, das klappt gut. Das klappt gut. So, ihr bewegt euch jetzt bitte ein bisschen langsamer. Nee, lockere Formation und bitte normal. Ihr könnt auch normal machen. So, wir geben ein bisschen Gas. Zeit ist auf, ich glaube, 45 Minuten eingestellt. Na, das ist nur eine leichte Kavallerie. Sehr schön. Ein ganz klein bisschen schneller. Nicht im Gefecht, gehe zuversichtlich außer Atem, ermutigt General in der Nähe. Hier muss man drauf achten, auf die, also noch mehr als bei den anderen Total War-Teilen, auf die Moral der eigenen Einheiten und vor allen Dingen auch auf den Erschöpfungszustand. Und wir müssen auf jeden Fall unseren Truppen mal eine kurze Ruhepause gönnen, wenn die in Position sind. Jetzt können wir mal gucken. Ich denke, lasst mich mal kurz überlegen. Zuversichtlich aktiv, General in der Nähe. Frisch. Ah ja, super. Kurze Pause. So, lasst mich das mal gerade angucken. Kommt man hier gut hoch? Über den Hintereingang quasi? Vielleicht. Wir versuchen das mal. Das sind die Bogen Ashigaru. Wo sind seine Samurai? Samurai-Gefolge ist hier. Ich denke mal, wir versuchen es so rum. Ja, ich hätte bitte, dass ihr normal geht. Sonst sind die nämlich gleich wieder so ultra erschöpft. Und da wir noch eine halbe Stunde Zeit haben für die Schlacht, müsste das also locker klappen.
Aber ein ganz kleines bisschen langsamer. Hossa. Auf wen hat er geschossen? So, jetzt aber schnell. Oh, ich muss mal ein bisschen langsamer machen gerade. Sonst sind meine Verluste zu hoch. Jetzt hoch. Also wenn wir hier ein paar Verluste haben, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ah, da kann man hochlaufen. Echt? Habe ich gar nicht gewusst. Sah irgendwie unpassierbar aus. Ja, ist es auch, ne? Komisch. Also irgendwie konnten wir da hier an dieser Stelle irgendwie trotzdem drüber laufen. Okay. Ja, ich will mal ein bisschen ranzoomen, damit ihr das... sehen könnt. Seht ihr das? Also naja, so hundertprozentig ist das jetzt nicht. Ach du meine Fresse, die hauen ja ab. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Ja, ich weiß, du Welche sollst sie auch motivieren. Blamage. Was ist denn das jetzt wieder? Das da war aber nix. Gegen wen haben die da jetzt gekämpft? Gegen die... was? Gegen das Samurai-Gefolge? Alter, die kämpfen gegen Bogen, Ashigaru. Die haben keine... ist das ein ätzender Scheiß. Und hier, ihr. Alter, was geht ab? Ich will doch mal behaupten, dass Bogen-Ashigaru im Nahkampf echt die ultimativen Grotteneinheiten sind. Meine Verluste sind fast genauso hoch. Hat sogar geschafft, eine Einheit komplett in die Flucht zu schlagen. Hat er sie auch aufgerieben und vernichtet? Ich sehe es jetzt gar nicht mehr. Was? 4 von 150? Du verarschst mich. So, jetzt aber hier. So, geben wir mal Gas. Ich muss mir das nachher nochmal angucken, wo ich die ganzen Einheiten verloren habe. Die hauen auch noch ab. Ja, Gefecht beenden. Was ist denn das jetzt für ein... Also das war jetzt aber echt ultra grottig. Was geht denn ab? Ich habe also gedacht, da stürmt man die Mauer gegen diese paar Bogenschützen und macht die halt kalt. Und was ist passiert? Die haben ja fast die komplette Armee aufgerieben mit einer Einheit Bogenschützen. Und die Einheit haben wir verloren. Sensationell. Naja, dafür haben wir unsere erste
Stadt eingenommen. Ich will sie nicht plündern, ich will sie friedlich besetzen. So. Können wir direkt was rekrutieren? Können wir. So, uns Yari Ashigaru nochmal holen. Können uns auch ein paar Bogen Ashigaru holen. Machen wir die Yari Ashigaru. So ein bisschen Defensive hätte ich dann doch ganz gerne. Und was bauen wir hier? Yari Drillplatz. Weiß nicht. Straße, Hafen. Straße ist gut. Nee, wenn man es ein bisschen anders. Mach die mal weg. Und bauen wir mal die Farm aus. Das bringt halt wenigstens Kohle. So, dann können wir der nächste Runde weitermachen. Jetzt haben wir noch 200 Kröten übrig. Kriegen wir dafür was hier? Nee, kriegen wir nicht. Alles klar, dann gucken wir uns mal die nächste Runde an. Also das Dive war jetzt sensationell schlecht von mir. Leute, Leute, Leute. Voll gefailed, ja. Also, naja, aber ich will mich auch nicht, ja, wie sagt man da? Jojo, klar, jetzt kommen wir, machen wir keine dicke Backen hier. Wir kriegen eine neue Mission. Das Schwert, Symbol der Ehre, Symbol der Stärke. Das einzigartige Können unserer Samurai in Kenjutsu und ihr Umgang mit dem Katana wird nur durch Ehr- und Pflichtbewusstsein übertroffen. Wir müssen die Beherrschung des Kenjutsu verstärken, um unsere Schwertkämpfer auf dem Schlachtfeld unbezwingbar zu machen. Lernt die folgende Kunst zu beherrschen, die Kunst des Schwertes. Wir kriegen Katana-Samurai der Shimazu. Okay, wir kriegen eine Einheit, gut, alles klar. Da haben wir es aber nicht so eilig mit. So, jetzt holen wir uns hier erstmal eine Einheit, nee, nicht die, hier die Bogenschützen. Und hier fangen wir direkt an, die Bewässerung zu bauen, weil das auch wieder Geld bringt. Wir holen uns eine Einheit Yari Ashigaru, damit wir halt hier in Kagoshima die Zufriedenheit erhöhen können. So, das war's jetzt auch erstmal wieder von der Seite hier. Wir haben jetzt Herbst demnächst. Naja, wichtig ist, dass wir diese Provinz hier erobert haben. Aber echt, Leute, das mit den... Die Ashigaru bieten hervorragende Abwehr gegen feindliche Kavallerieangriffe. Mhm. Diese Truppen sind ideal, um den Feind vor Beitritt der Schlacht zu dezimieren. Ja, nee, die sind auch ideal, um Mauern zu verteidigen. Da sind die nämlich fast unbesiegbar. Grrr. Okay. Wir haben die Kunst des Chi erlernt und können jetzt unsere nächste Technologie erforschen und wir haben einen neuen Auftrag, baut einen Handelshafen. Wir kriegen 1000 Koku dafür. Gut, dann machen wir das. Dann schauen wir uns mal gerade die Künste an. Also wir können jetzt hier den Zen-Buddhismus studieren, plus 1 auf clanweite Zufriedenheit oder hier Todofuken. Das würde uns, was würde bringen, studiert diese Kunst mit einem momentaner Bonus auf Beherrschungsrate 25%, minus 5% Unterhaltskosten und ermöglicht den Bau der Reisebörse. Das hätte ich gerne, ich hätte nämlich gerne einen Metzger am Start. Und Metzger, das sind sowas wie, ja, also man würde vielleicht sagen Provinzinspekteure, so eine Art Agenten, ja. Die kann man hier bauen, die erfüllen, oh shit, ist das teuer. Krasse Sache. 1800, ne? Dann bauen wir das nächste Runde erst. Diese Provinzinspekteure ermöglichen, ja, was kann man damit machen? Man kann also Einheiten mit bestechen, man kann die Verwaltungsleistung einer Provinz erhöhen, man kann gegnerische Einheiten anzeigen und gegebenenfalls verurteilen lassen, etc. Das ist eine interessante Sache. Und wo ist die Reisebörse dann als nächstes? Oder kommt die erst noch? Ah, wir bauen einen Markt. Ja, ermöglicht die Rekrutierung von Metzger. Achso, mit der Reisebörse, das ist die Erweiterung dazu wahrscheinlich dann, okay. Ne, bauen wir das Teil direkt. Das ist eine gute Sache. Nächste Runde haben wir dann 1800 Kröten übrig, dann bauen wir den Handelshafen aus. Und, achso, ja, zu meiner Spielweise jetzt in diesem Let's Play. Es gibt zwei Möglichkeiten bei Shogun 2. Die eine ist der Ultra Rush mit billigen Einheiten. Das heißt, billige Einheiten massenweise produzieren und dann den Gegner einfach überrennen. Funktioniert sehr, sehr gut. Will ich aber nicht machen, weil das ist für euch total langweilig zu sehen, meine ich. Und so habt ihr dann wenigstens noch was davon.
Und das andere ist, wir könnten dann halt so durchrauschen und die anderen Provinzen im Sturm nehmen. Ich werde es langsam spielen. Das wird mir das Spiel unglaublich schwer machen. Man hat es viel, viel schwerer, wenn man hier slow spielt. Aber ich denke, ihr werdet das Let's Play dann auch eher genießen. Gucken wir uns mal an. Der Tokugawa-Clan ist schon zerstört. Das ist ja sensationell. Mächtiger Clan wurde durch einen Rivalen zerstört. Und ihr seht hier, da wird der Daimyo dazu gezwungen, das sogenannte Seppuku zu begehen, also sich selbst zu entleiben. Das hat man üblicherweise so in Japan gemacht. Man hat die gegnerischen Familienoberhäupter in der Regel seltener umgebracht, sondern man hat sie eher dazu gezwungen, sich selbst zu entleiben. Ja. Nun sind die Körper ihrer Krieger Futter für die Aasgeier. Das war jetzt ein Ninja, glaube ich, der da irgendwie zugeschlagen hat. Okay. Dann haben wir in Usumi jetzt unsere verbesserte Bewässerung gebaut. Was haben wir hier für eine Armee? Wir bräuchten noch vielleicht, obwohl das ist eigentlich noch, das müsste eigentlich noch ausreichen. Wir könnten noch eine Straße bauen, das verbessert halt auch die Zustromrate, aber hier seht ihr auch übrigens, für den Terrassenbau braucht man eine neue Technologie für die nächste Stufe, die haben wir jetzt noch nicht. Gucken wir uns die nächste Runde an. Oh, da kommen sie schon wieder an. Die wollen uns angreifen, die bösen Buben. Also sie werden uns angreifen, wir werden versuchen, uns zu verteidigen in der Burg. Und das wird uns die Möglichkeit geben, dann demnächst einen Ausfall gegen sie zu machen. Beziehungsweise das wird uns dann ermöglichen, hier ihre Heimatprovinz anzugreifen. Das könnt ihr euch dann doch auf eine Belagerung freuen. Sollen wir uns noch Yari Ashigaru oder noch eine Runde Bogenschützen holen? Unsere Nahkämpfer sind noch ein bisschen angeschlagen. Was hat er denn so? Er hat viele Yari. Ashigaru. Und er hat wohl zwei Generäle dabei. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch eine Einheit Bogenschützen. Die Leute nehmen wir mal mit nach Osumi rüber. Und wir holen uns, glaube ich, einen Katana-Samurai oder so. Ich weiß es nicht genau. Oder holen wir uns hier noch irgendwie so eine billige Einheit von Yari Ashigaru. Ich glaube, Katana-Samurai, das ist so das Mittel der Wahl. Ich würde sagen, wir bleiben mal dabei, oder? Ja, kommt Katana-Samurai. So. Nächste Runde gibt es ja wieder frische Kohle. Und dann bauen wir jetzt mal zwei oder drei Einheiten Katana-Samurai und dann können wir seine Yari-Kämpfer, er wird vielleicht auch noch hier eine Einheit Yari-Samurai dabei haben, das weiß ich noch nicht, aber die werden wir halt sowas von wegmöppen damit. Da hat er keinen Spaß. Okay, Leute, also ich mache Schluss mit dem Part ab hier. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt und freue mich über eure Kommentare. Ich wünsche euch alles gut und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Matane!